Hallo, ich bin James Foggin, James der Gärtner. Und heute werde ich den Frühjahrsschnitt bei einer öfter blühenden Kletterrose durchführen. Und zwar an einem Obelisk. Kommen Sie mit. So, hier ist unsere Kandidatin, eine relativ stark wachsende Kletterrose. Und wir sehen sofort, dass diese Rose nur nach oben wachsen möchte. Und es ist unsere Aufgabe, dieses Wachstum zu brechen, zu unterbinden, dass wir hier in diesem Bereich auch ein paar Verzweigungen bekommen mit Blüten. So, ich fange an. Ich möchte die Triebe, die letztes Jahr gebildet wurde, die möchte ich kürzen, wie bei einem kleinen Apfelbaum. So, diese Dinge schneide ich einfach weg. So, diese kleine Hexenfinger, wie bei einem kleinen Apfelbaum, die tragen das Fruchtholz dieses Jahr. Hier treibt die Rose aus, in diesem Bereich, wo der Nebentrieb den Haupttrieb trifft. Und hier dieses Jahr bekomme ich die Seitentriebe, wo die Blüten sind. Ja, also ich möchte möglichst sehr viel von diesen Hexenfinger. Also ich schneide hier ab und ich schneide direkt vor dem Auge, dann weiß ich, dieses Ding treibt aus und dann habe ich dieses Jahr einen wunderbar gelegenen Trieb, den ich hier später anbinden könnte. Guck mal, den schneide ich auch ab und da treibt sie aus. Hier habe ich dieses Jahr noch einen Trieb, den ich hier gut anbinden könnte. Schnur wieder. So, ich wollte diesen Trieb anbinden und ich werde den hier festbinden, dann habe ich dieses Loch zu. Wenn es geht, ich möchte gern ein paar Mal ums Metall mit dem Schnur, um ein kleines Kissen zu kreieren, dass der Trieb nicht direkt auf dem Metall liegt. Schön festziehen, dass der Trieb nicht im Winde wackelt. So, habe ich da ein Auge? Ja, diese Verdickung ist ein Auge. Ich schneide knapp oberhalb. Zack. Und dann weiß ich, dass dieses Auge austreibt und ich habe wiederum einen wunderbar gelegenen Trieb dieses Jahr, den ich anbinden kann. Hier sind Hexenfinger. Weg, weg, weg. Wo sind denn die schlafenden Augen? Also die sind hier in den Blattachseln. Hier, das ist ein schlafendes Auge. Jetzt sehe ich ganz viel totes Holz. Das muss weg. Und wo fängt es an? Hier unten. Da. So, schaffe ich das mit der Schere? Ja. Das Totholz bietet wunderbare Eintrittspforten für Pilze und Ungeziefer. Deshalb muss es weg im Frühjahr, nachdem der Winter vorbei ist. Und hier haben wir wunderbare potenzielle Hexenfinger. So, zack, 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 zack und zack und nochmal zack. Genau wie ein kleiner Apfelbaum. Okay, ich weiß, es sieht ein bisschen radikal aus, aber glauben Sie mir, kriege ich das nach unten gebogen? Ja, aber nicht mehr. Nicht weiter als das. Aber hier, wenn ich das so tue, die Rose treibt hier aus und vielleicht sogar auch hier aus, dann habe ich Seitentriebe und die brauche ich. So, nochmal ums Metall herum. Diese Arbeit, ich weiß, es dauert eine Weile, aber man kann diese Arbeit sehr gut in den Abendstunden machen mit einem Glas Rotwein. Dann geht es viel flotter voran. So. Weg und weg. So, ich habe sehr viel Holz hier und um ein bisschen Klarheit zu schaffen, werde ich erstmal ein bisschen radikal zurückschneiden. Also das Ding kann weg. Es ist mir einfach im Weg und ich kann nicht anders, nicht alles verwenden. Und es tut der Rose auch nicht weh. Ne? Sie wird dieses Jahr gewaltig austreiben. Also ich brauche nicht
alles. Und jedes Mal, wenn ich schneide, ich rege die Pflanze an, auszutreiben. Und hier habe ich wunderbare Hexenfingergelegenheit. So, zack, 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 ganz klein. Erschrecken Sie sich nicht. Die Rose stirbt nicht. Es ist sehr schwierig, eine Rose durch Schnitt kaputt zu machen. Ich habe es mehrmals versucht. Es geht nicht, okay? Sie müssen keine Angst haben. Ja? So. Das Ding kann ich sehr gut verwenden, aber ich möchte erst diese Dinge ganz dicht an dem Metall anbinden. Dann brauche ich meinen Schnur wieder und ich bevorzuge immer diese Jutta-Schnur, weil der geht kaputt nach einer Weile. Und das allerletzte, was wir haben möchten, ist, dass die Rose vom Schnur so irgendwie kaputt gemacht wird. Also binde ich erstmal diese Dinge ganz fest an. So ein paar Mal rum. Schön fest anbinden. Es sollte sehr akkurat geschnitten werden, wenn möglich. Weil ansonsten hat es keinen Zweck, ein Obelisk im Garten zu haben. Dann kann man gleich eine Begonie setzen und nach Hause gehen. So, jetzt kann ich diesen Trieb waagerecht anbinden. Warum ist diese waagerechte Stellung so wichtig? Weil die Rose treibt bevorzugt an der höchsten Stelle aus. Also dann nehmen wir zum Beispiel diesen Trieb hier. Der liegt ganz günstig. Dieses Auge hier oder dieses hier wird bevorzugt mit Hormonen, mit den Nährstoffen und die Rose treibt eher hier aus. Und bei so einem stark wachsenden Kletterrose, wenn hier die obersten Knospen immer austreiben, dann ist der ganze Wuchs, die ganze Verzweigungen sind immer nur oben. Das heißt, die ganzen Blüten sind oben. Aber ich bin hier in diesem Bereich und deswegen ist es wichtig, der natürliche Drang nach oben zu unterbrechen. Und das mache ich, indem ich die Triebe nach unten biege. Und mittels Schwerkraft und Lichteinfall kriegen diese Augen hier in diesem Bereich, die kriegen dann den Anreiz auszutreiben, dann kriege ich hier Blüten, hier, 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 hier und nicht nur in 4000 Meter Höhe, wo kein Mensch ist. So, Moment, ich mache das aus dem Weg, dann können Sie mich besser sehen. Das könnte ich vielleicht verwenden. Moment, mal schauen, wie biegsam er ist. Wir hören nach dem Knirschen. Oh ja, das geht. Okay, das geht. Dann schauen wir, dass wir den hier so gut wie es geht anbindet. Ja, der macht das, der will das. Okay. So, ein paar Mal ums Metall rum nochmal. Jetzt haben wir's. Okay, und das war erfolgreich. Dann hier nochmal Hexenfinger, hier nochmal Hexenfinger, hier nochmal Hexenfinger. Also, bis Mittwoch werden wir fertig, glaube ich. Es sind ziemlich viel Holz an dieser Rose. Jetzt müssen wir hier rüber. Oh, Entschuldigung, Herr Kameramann. Ja, man ist immer in Gefahr mit den Rosen. Und was ich hier mache, das ist eine Sache, die Sie auch an einem Rosenbogen anwenden könnten, weil Rosenbögen sind auch relativ schmal und man hat keinen Platz, um die Rose wie ein Spalier so wirklich zu kreuzigen. So auf diese Art und Weise, zickzack, 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 kann man erfolgreich eine Kletterrose, das ist kaputt, eine Kletterrose in einem relativ schmalen Platz ziehen. Hier, das ist sehr gut gelegen und weg. Kann ich mit dem was machen? Nein. Kann ich mit dem was machen? Nein. Diesen Schnitt kann man oder man macht ihn am besten im Frühjahr, Februar oder März, je nachdem wie die Witterung ist. Diese Rose treibt nicht so wahnsinnig gern aus im Moment, das heißt, jetzt ist die
perfekte Zeit, das zu machen. Falls die Rose viel weiter wäre und das Laub wirklich als Laub zu erkennen wäre, würde ich sagen, das ist ein bisschen zu spät. An diesen Schnittstellen würde man dann Saft sehen, die Rose blühtet, und das ist ein bisschen zu spät. Also im zeitigen Frühjahr, bevor das Laub wirklich dasteht, sollten Sie diesen Schnitt durchführen. Es fängt an zu knirschen, aber ich wag's, weil ich sage, wo es lang geht. Nee, die Rose sagt, wo es lang geht. Okay, zum Schluss will ich nur dieses Ding hier festbinden und dann haben wir das. Was ist, Kasper? Was hast du gesehen? So, einmal ganz kurz nach dieser mühevollen Arbeit mit blutigen Händen. Wir haben diverse Blütenetagen geschaffen mit unseren waagerecht angebundenen Trieben. Und also in der Hoffnung, dass die Rose hier austreibt und hier blüht. Und auf diese Art und Weise kriege ich dann im Sommer eine Säule von Blüten, von oben bis unten, nicht nur oben, weil die Rose möchte eigentlich nur nach oben wachsen. Und da werden die Blüten ganz einfach von alleine gebildet. Wir als Gärtner müssen in diesem Bereich arbeiten, und das haben wir gemacht. Und das können Sie zu Hause auch machen. Falls Sie Fragen oder Anregungen haben, dann schreiben Sie bitte unten in die Kommentare. Und weitere Filme zu gärtnerischen Themen gibt es rechts oben in dem Kasten.